Dem Wald in Deutschland geht's so schlecht wie noch nie. 4 von 5 Bäumen sind krank. Warum ist das so? Und ist der Wald noch zu retten? Genau das kläre ich jetzt. Und dafür geht's logisch in den Wald. Ich treffe Försterin Lena Ahrens. Sie ist verantwortlich für ein großes Waldgebiet im Sauerland. Hallo! Lena ist jeden Tag im Wald und beobachtet, wie es ihm geht. Hi! Und das ist Lotte. Lotte, schönen guten Morgen. Du bist die Försterin hier und das heißt, du kümmerst dich hier um den Wald und du musst ja auch gucken, dass es dem Wald gut geht, ne? Wie geht's denn deinem Wald? Meinem Wald geht es nicht ganz so gut. Wir machen uns schon Sorgen um die ein oder andere Baumart. Und heute schauen wir uns auch mal an, wie es den Buchen geht. Mit der Drohne gucken wir uns die Baumkronen von oben an. Es dauert nicht lange, da entdecken wir die ersten Buchen, die bereits Blätter verlieren. Lena sagt, das ist ein Zeichen dafür, dass diese Buchen krank sind. Da ist sie wieder. Das ist einfach für diese Jahreszeit nicht normal. Und wir stellen es schon seit 2 bis 3 Jahren fest, dass das immer mal vereinzelt auftritt, aber jetzt sich doch auch häuft. Besonders schlecht geht es den Fichten in Lenas Wald. Die meisten sind bereits abgestorben. Die Fichte ist die häufigste Baumart in Deutschland. Auch die Förster, die lange vor Lena für den Wald hier zuständig waren, haben massenweise Fichten angepflanzt. 97% der Wälder in Deutschland sind sogenannte Wirtschaftswälder. Das heißt, sie werden genutzt, um Holz zu produzieren. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, den wir zum Beispiel zum Bauen, für die Herstellung von Papier und zum Heizen verwenden. Weil die Fichte besonders schnell und gerade wächst, also schnell gutes Holz liefert, wurde sie lange Zeit so gerne in Wirtschaftswäldern angepflanzt. Häufig in einer Monokultur. Das bedeutet, dass auf einer Waldfläche nur eine einzige Baumart, in dem Fall die Fichte, steht. Mit der Fichte ließ sich jahrzehntelang gut Geld verdienen. Aber jetzt wird sie zum Problem. Okay, das sehen auch Leute wie ich, die keine Ahnung haben. Der Baum hier hat es hinter sich, oder? Genau, der Baum hat es tatsächlich hinter sich. Du kannst auch gerne mal so ein Stück Rinde abmachen. Das ist tatsächlich ein komplett toter Baum. Mhm. Der kann halt nicht mehr sich mit Nährstoffen versorgen. Und es ist tatsächlich nur so ein Gerippe stehen geblieben. Woran liegt das jetzt? Warum ist diese Fichte tot? Ja, tatsächlich ist das das Problem des Klimawandels. Die heißen Sommer der letzten 2, 3 Jahre haben dazu geführt, dass die Wurzeln nicht genug Wasser bekommen haben. Die Fichte hat sehr flache Wurzeln und kommt deshalb nicht an Wasserreserven, die tiefer im Boden liegen. Außerdem stürzt sie bei Sturm schnell um. Bekommt eine Fichte nicht genug Wasser, folgt schnell das nächste Problem. Die Trockenheit macht sie anfälliger für einen kleinen, aber gemeinen Schädling, den Borkenkäfer. Den Borkenkäfer hört man immer mal wieder, ne? Dass er ganz schädlich ist für Fichten. Was macht er denn genau? Im Endeffekt ist der Borkenkäfer derjenige, der in die Fichte ein kleines Loch bohrt. Und dann aber in der Lage ist, durch die Eier, die er legt, die Leitbahnen zu unterbrechen. Und dann kann der Baum die Nährstoffe und das Wasser nicht mehr austauschen zwischen Krone und Wurzel und stirbt dann ab. Man kann sagen, der Borkenkäfer verstopft die Wasserleitungen im Baum. Ganz genau. Der Borkenkäfer und die extreme Trockenheit sind also schuld am großen Fichtensterben. Lena hat die meisten ihrer toten Fichten fällen lassen. Wir steigen auf einen Aussichtsturm, um uns das ganze Ausmaß anzugucken. Ja, wir müssen noch ein bisschen, Lotte. Komm, du schaffst das. Ey, das ist ja der völlige Wahnsinn. Ja. Was? Ja, das ist richtig schlimm. Ja. Das sind alles freie Flächen, wo mal Wald war. Vor ein paar Jahren sah es hier noch so aus. Deutschland hat seit 2017 insgesamt eine Nadelwaldfläche verloren, die in etwa so groß ist wie Mallorca. Das ist ein Riesenproblem. Denn wir brauchen den Wald. Er liefert uns nicht nur Holz. Er ist vor allem Lebensraum für viele Tiere, Pflanzen, Pilze und Moose und ein Ort, an dem wir Menschen uns erholen können. Und der Wald hat Superkräfte. Die Bäume und Pflanzen im Wald produzieren den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Gleichzeitig speichern sie das klimaschädliche Gas CO2.
Autos, Flugzeuge und Fabriken stoßen eine Menge davon aus. Zu viel CO2 führt dazu, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Es ist also schuld an der Klimakrise. Ein gesunder Wald kann mehr CO2 aufnehmen als ein geschwächter und der Klimakrise so entgegenwirken. Deshalb ist es so wichtig, dass es unseren Wäldern gut geht. Das ist auch Lenas Ziel. Sie möchte die frei gewordenen Flächen wieder aufforsten. Aber nicht nur mit einer Baumart, sondern mit vielen verschiedenen. Was hast du denn hier gepflanzt? Also wir haben hier die Eiche angepflanzt. Das ist aber auch das Einzige, was wir hier angepflanzt haben, weil wir glauben, dass die Eiche eine sehr klimastabile Baumart ist, die mit der Trockenheit gut zurechtkommt. Aber man sieht hier, dass zum Beispiel Douglasie, Kiefer, Fichte, Birke, Weide, all diese Baumarten sind hier einfach so eingeflogen und fangen an zu wachsen. Also im Endeffekt sind auf dieser Fläche mittlerweile 8 Baumarten und die müssen nur noch wachsen. Und somit haben wir dann demnächst hier einen klimastabilen Mischwald. Eine größere Artenvielfalt soll einen Wald robuster machen gegen Schädlinge, Trockenheit und Stürme. Auch wenn er nicht so viel Holz in so kurzer Zeit liefert wie ein reiner Fichtenwald. Lena hofft, wenn in einem solchen Mischwald eine Baumart stirbt, wie jetzt bei der Fichte geschehen, dann gibt es immer noch andere Baumarten, die besser klarkommen. Wie lange dauert das jetzt, bis wir hier in so einem richtig hohen Wald stehen? Also bis das ein richtig großer Wald hier ist, den wir zum Beispiel auch in der Nachbarschaft hier sehen, dauert das mit Sicherheit 80 Jahre. 80 Jahre? Ja, mit Sicherheit. Wie das Klima in 80 Jahren sein wird, kann niemand genau sagen. Lena muss also sehr langfristig planen und hoffen, dass sie mit ihren Entscheidungen am Ende richtig liegt. Der perfekte Wald sieht für Lena so aus. Hier gibt es verschiedene Baumarten, junge und alte Bäume, dünne und dicke. Lena bewirtschaftet diesen Teil ihres Waldes nach einer ganz alten Methode, die sich Dauerwald nennt. Wenn hier Bäume gefällt werden, dann viel behutsamer als in den meisten Wirtschaftswäldern. In einem reinen Fichtenwirtschaftswald werden viele Bäume auf einer Fläche gleichzeitig gefällt, wenn sie den optimalen Zeitpunkt erreicht haben. In einem Dauerwald dagegen werden immer nur einzelne Bäume entnommen, um Holz zu gewinnen. Der restliche Wald kann weiter wachsen. Ein Dauerwald ist widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen wie dem Borkenkäfer. Und ein Dauerwald kann mehr CO2 speichern als ein herkömmlicher Wirtschaftswald. In ihrem Dauerwald lässt Lena abgestorbene Bäume einfach liegen, während das Holz solcher Bäume in anderen Wirtschaftswäldern noch verkauft wird. Der Wald aber freut sich über dieses liegen gelassene Totholz. Warum ist denn Totholz so wichtig? Totholz im Wald ist so wichtig, weil es dem Boden Nährstoffe zurückgibt. Also man sieht hier den Stamm, der hier schon seit einigen Jahren liegt, der sich zersetzt. Also man sieht, dass man ihn ja schon zerkrümeln kann. Und die Nährstoffe, die da drin sind, die gehen wieder zurück in den Boden und können dann wieder von den Bäumen aufgenommen werden. Werden wir in Zukunft noch genug gesunde Wälder haben, ja, die auch klarkommen mit den Herausforderungen von der Klimakrise zum Beispiel? Ich glaube, ja. Wir haben jetzt halt die große Chance, diese Wälder anzupflanzen. Und ich glaube, dass wenn wir diese Wälder, so wie unsere Vorgänger es hier geschaffen haben, jetzt wieder aufforsten, dann schaffen wir das auch, wieder genug gesunden Wald in Zukunft in Deutschland zu haben. Für den Wald der Zukunft ist der Dauerwald schon mal eine gute Idee. Gleichzeitig wird aber noch eine Sache wichtig werden. Wir sollten weniger in die Natur eingreifen und mehr Wälder einfach mal in Ruhe lassen. Das passiert bereits in Schutzgebieten, in denen keine Bäume gefällt werden dürfen. Wie in diesem Teil von Lenas Wald. Solche Schutzgebiete machen nur einen kleinen Teil der Waldfläche in Deutschland aus. In Zukunft soll diese Fläche größer werden. Also, wir können aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und es gibt Ideen, wie wir den Wald fit machen können für die Zukunft. Hoffentlich. Sag mal, was bedeutet euch eigentlich der Wald? Schreibt mir das doch gerne als Kommentar unter 9,5.de. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.